Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Wütende Mobs ziehen durch die Stadt, legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unruhen. Gebäude brennen, Menschen werden verprügelt, Geschäfte werden mehrere Wunden über dem Land gerichtet. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Nice! Klamende Ego-Perspektive. Wie 7. Bombe. Alter, und damit würde ich mal sagen, ein herzliches Willkommen zum Livestream. Und für die Leute, die was sich im Nachhinein als Video separat anschauen. Alter, nice. Hat schon wieder so ein richtiges schönes Resi 7-Feeling. Na moin. Alter, wo ist die Kassette? Ich will schon irgendwas reinhauen. Bevor ich da jetzt auszuschau, schau ich mir lieber da noch ein bisschen was um. Okay. Alter, das ist jetzt voll richtig schön, das Feeling vom 7er Teil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wieso? Die ist fix alleine. Die ist fix alleine daheim. Die hat sicher kein Habschi oder sonst irgendwas. Na, die Tür muss ja offen sein, damit gleich irgendwie ein Zombie da rausspringt oder was? Na sicher. Nett. Zeig mal Popschi. Zeig mal Popschi her. Ah, depperte. Nice! Wie du mal gesagt haben, durchgespielt haben wir es. Ist eh schon infiziert. Na moin, Game Over. Uff! Man muss ja eigentlich auch dazu sagen, es spielt ja nach Resi 1, aber vor Resi 2. Ah ja, aber hauptsächlich der dritte Teil. Na moin. Noch 3 Tage kann mich diese Stadt malen. Klar. Ja. Wahrscheinlich in 3 Tagen spielt... Na, soweit ich weiß, spielt es eigentlich nur so 24 Stunden in der Stadt. Irgendwas in der Richtung, irgendwas habe ich da gehört. Oder die ganze Nacht. Ja,
Ja, voll, das wäre leid, wenn du mir ein bisschen was davon erzählen könntest. Ja, oder wir lesen sich selber durch. Ist eh klar. Na moin. Ah ja, gute Verfassung. Gut zu wissen. Hat Selbstmord Gedanken und alles dumm und dran, Alter. Die glaubt, die wird zum Zombie. Ah ja, aber Hauptsache hier geht's gut. Nur ein paar Schlafprobleme. So, gute Frage. Okay, große Spende, ja, mal mit Anführungszeichen dies, das, jenes. Aber könnte ja vielleicht sein, dass ja der Bürgermeister ja auch irgendwas damit zu tun hat, weißt? Eine große Spende. Für eine Firma, hallo, dies, das, jenes. Also das finde ich jetzt nicht schlecht. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Nicht schlecht. Alter, jetzt rennt der Scheißdreck noch hin. Zeig mal kurz her, kann ich. Oh, ich kann nicht mal laufen. Gescheißen. Was läuft denn da überhaupt im Fernsehen? Na, wahrscheinlich jeder Ausbruch von Umbrella. Er ist so halbherzig. Und wirklich, oder vielleicht sind das sogar einfach nur Zähne vom Dreierteil. Na moin! Vielleicht haben sie einfach so was reingehauen. Also ein kleines Stückchen geht immer, oder? Vom Kollegen, hm. Oh, Alter, voll chillig! Voll chillig! Da können wir eine Pizza auch noch. Nicht schlecht! Nicht schlecht, ja! Ein Wahnsinn! Aber gut zu wissen, gut zu wissen! Jetzt bin ich aber gespannt! Jetzt bin ich aber gespannt! Machen wir wieder an. Na schau, geht ja eh! Schaust du eh so sexy wie immer aus, ein Wahnsinn! Ah, jetzt sieht man ein bisschen Popo. Zeig her. Und? Na, na, ja. 120% mehr wie bei Lara geht einmal nicht, aber. Ja, ist jetzt. Ist kein Tomb Raider. Aber schon. Ja, erinnert mich schon sehr daran. Also definitiv der Kühlschrank schaut wenigstens nicht einmal so aus wie bei der Familie Baker. Also da bin ich mal wenigstens gespannt.
zum ersten Mal Stars wirst. Oh, Alter. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Wahnsinn. Normalerweise hätte ich schon längst aufgelegt. Na moin. Könntest auch zurückrufen. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da. Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus. Sofort. Okay, lass mich meine... Fuck! Geil! Scheiße, geil! Und auch noch zupackt wie ein Geschenkspapier, Leute! Ist schon Weihnachten? Hast du den gewünscht? Bist du narrisch? Ja, klar. Ja, klar. Puppel. Das bringt dir nichts. Scheiße, geil! Ja, klar! Wie wird sich das was bringen? Alter, hat's die Klappe irgendwie? Boah! Ah ja. Klar. Mhm. Wenn der es schafft, durch die Wand, wieder die Tür oder... Besser sagen wir lieber nix, weil das hat ja keinen Sinn, Alter. Normalerweise... Ja, der hängt da so gemütlich. Na super, nice. Ja. Wetten, der hat sie. Ja, klar! Perfekt! So muss es sein! Also. Eieieiei. Mit dem Tentakel kann man gute Sachen machen. Definitiv. Da kommt schon weiter eine. Aber gut schaut das einmal aus, das muss man schon sagen. Hoppala! Kurze Speedforce. Klar doch! Klar doch! Wie wird die Polizei jetzt noch helfen? Wie wird die Polizei jetzt noch helfen können? Der schlägt die Wände ein, alles drum und dran. Aber er ist doch immer verpackt. Das ist gutes Geschenkspapierl. Na moin. Lauf, Forrest, lauf! Kannst du schneller laufen? Okay, es geht einmal gar nicht. Lauf! Alter! Erster Eindruck! Geil! Einfach nur geil! Alter! Aber ich muss sagen, interessant. Er kommt da nicht durch, aber Hauptsache, aufhauen, alles drum und dran geht. Aber da kommt er jetzt plötzlich nicht durch. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Schön. Müssen wir mal kurz die Umgebung da anschauen. Boah, nicht schlecht. Erinnert mich gerade ein bisschen so an The Last of Us, wie gerade der Ausbruch der stattgefunden hat. Kann was. Träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Ja, nice! Da haben wir's ja! Da haben wir ja unsere ersten! Na, ja, genau! Jetzt können sie auch schon aufklettern! Na, bist du narrisch! Ausweichen hat sie eh schon erklärt, oder was? Kannst du es eh schon? Noch nicht! Kapussi! Ah, lecker! Schon mal aufgegessen, super! Oh, Alter! Kannst du da einmal vorbeigehen, Alter? Was soll denn der Blödsinn? Wo tut's denn überhaupt ausweichen? Ich glaube, bei Gras. Warte, ich glaube, da war was.